Wer Telematik installiert, möchte Arbeitsabläufe optimieren, effizienter gestalten. Das ermöglichen will auch die YellowFox GmbH aus Dresden. Aber um zu schauen, wie das in der Praxis läuft, sind wir bei der Jakobs Transport GmbH hier in Aachen und prüfen die ganze Sache mal genau nach. Neben mir steht der geschäftsführende Gesellschafter Oliver Jakobs von der Jakobs Transport GmbH und er benutzt YellowFox Telematik. Schönen guten Tag, Herr Jakobs. Guten Tag. Sie haben YellowFox Telematik, Sie haben 100 Mitarbeiter, Sie haben 74 Fahrzeuge. Da gibt es eine ganze Menge zu tun. Mit welchem Ziel haben Sie Telematik eingesetzt? Also Telematik hat für uns mehrere Gründe gehabt. Zu einem, wir wollen die Fahrzeuge orten. Wo sind unsere Fahrzeuge? Dann gibt es die Auswertungen von den Fahrzeugen, von der Elektronik. Was brauchen Sie an Sprit? Wie ist die Fahrweise des Fahrers, um diese zu bewerten, um da auch Einsparungen im Spritverbrauch zu bekommen? Des Weiteren haben wir noch die Archivierung, die gesetzlich vorgegeben ist von der Regierung her, dass wir unsere Tachodaten alle 3 Monate archivieren müssen, sowie die Fahrerkarte alle 28 Tage. Mhm. Mit YellowFox haben wir das quasi so, dass wir das jeden Tag jetzt archiviert bekommen, automatisch aus dem Fahrzeug zu uns in die EDV hinein und in das Portal von YellowFox, die derzeit, so wie ich weiß, die einzigen Telematikanbieter sind, die dieses in einem Portal darstellen können, ohne weitere Fremdprodukte nutzen zu müssen. Nun sind Sie nicht nur in Deutschland aktiv, sondern auch in England und Frankreich. Das heißt, Sie haben jede Menge Transporte, jede Menge Fahrzeuge, die unterwegs sind. Das Ganze soll mit Telematik ein bisschen transparenter dargestellt werden und letztendlich soll Zeit und Geld gespart werden. Wie das genau funktioniert, schauen wir uns jetzt mal hier oben an. Die YellowFox Telematik bildet den direkten Draht zum Cockpit des Fahrers. Neue Aufträge werden in der Zentrale angelegt und dem Fahrer auf das jeweilige Endgerät übermittelt. Auf dem YellowFox Fahrerdisplay wird dann der neue Auftrag angezeigt und kann einfach per Fingertipp geöffnet werden. Der Fahrer sieht dann alle relevanten Daten zum Auftrag. Aus dieser Ansicht heraus kann er dann direkt die Navigation zum Zielort starten. Auch die grundlegende Kommunikation kann über YellowFox abgewickelt werden. So kann der Fahrer jederzeit Nachrichten erhalten und schreiben. Zudem bietet das Fahrerdisplay dem Fahrer noch verschiedene digitale Formulare, wie sie in seinem Unternehmen gebraucht werden. Er kann eine Auftragsübersicht sehen und beispielsweise auch Tankdaten angezeigt bekommen. Das hier ist der Yellow Tracker 500. Der ist in diesem Fahrzeug eingebaut und liest die ganzen Daten aus, die das System braucht. Wenn man ihn sucht, sucht man ihn vergebens. Er sitzt genau hier unten, unsichtbar montiert. Was da noch alles sitzt und was für diese Lösung gebraucht wird, erklärt uns Herr Jacobi von YellowFox höchstpersönlich. Herr Alexander Jacobi, Gebietsverkaufsleiter für den gesamten Bereich hier, Raum Aachen und weiter drumherum bei YellowFox, steht hier neben mir und erklärt uns kurz mal die Technik, die das YellowFox-System überhaupt erst ermöglicht, beziehungsweise wo es die Daten herkriegt. Da die Telematiktechnik von YellowFox grundsätzlich modular aufgebaut ist, haben wir hier im Fahrzeug 4 Komponenten verbaut. Einmal das Herzstück des Ganzen, der Yellow Tracker 500. Dann gibt es eine Download-Box, die zwischen dem Yellow Tracker und dem Tacho verbaut ist, die dafür sorgt, dass die Tachodaten ausgelesen werden. Eine CAN-Bus-Diode, die die Motorelektronik ausliest und der Firma Jakobs die Daten liefert, die ihn interessieren. Und eben das eben schon angesprochene Garmin-Android-Display mit der YellowFox Fleet-App. Das sind die 4 Komponenten, die wir grundsätzlich hier verbaut haben. Die Informationen aus YellowFox laufen hier zusammen, in der Zentrale, in einem der Büros. Wie das genau aussieht, wenn der Disponent schaut, was passiert denn da auf der Straße, was passiert mit der Ware, was passiert mit den Fahrzeugen, was ist mit den Fahrern, das schauen wir uns jetzt mal an. In der Kartenansicht erhält der Betrachter einen kompletten Überblick zu den Standorten seiner Fahrzeuge. Klickt er auf eines der entsprechenden Icons, bekommt er direkt unter dem Fahrzeugkennzeichen Informationen zur Geschwindigkeit sowie Daten vom Fahrer. Im Schichtverlauf wird farblich eine kompakte Übersicht über die bisherigen Tätigkeiten vermittelt. Sehr wichtig ist auch die darunterstehende Restlenkzeit, die dem Disponenten direkt zeigt, inwieweit dieser Fahrer heute noch zur Auftragsabwicklung eingesetzt werden kann. Auch der aktuelle Auftrag mitsamt Zieladresse und prognostizierter Ankunftszeit wird angezeigt. Über die unteren Buttons können ein Live-Tracking gestartet und auch genauer auf den Standort gezoomt werden. Zudem lässt sich direkt ein Auftrag erstellen oder eine Nachricht an den Fahrer geschickt werden. Im letzten Menüpunkt kann zur Doppelwochenauswertung gesprungen werden. In dieser Auswertung werden dann genaue Informationen zu den Einsatzzeiten des Fahrers angezeigt und inwiefern dieser noch eingeplant werden darf. Anhand von Farben wird die Situation auch optisch gekennzeichnet.
Im grünen Bereich ist alles in Ordnung. Gelb bedeutet, dass die Grenzwerte erreicht bzw. geringfügig überschritten wurden. Gäbe es einen klaren Verstoß, würde dieser rot gekennzeichnet werden. Weiter unten sieht der Anwender dann eine genaue Dokumentation nach Tageszeiten und den jeweiligen Ereignissen. Auch eine Fahrstilanalyse wird von YellowFox angeboten und befindet sich auch bei der Jakobs Transport GmbH im Einsatz. Hier wird über Daten wie beispielsweise zur Beschleunigung, Geschwindigkeitsverstößen, Gehkräfte, Kurvenverhalten eine Wertung von 1 bis 10 vorgenommen. Der Fuhrparkleiter erhält hierdurch einen Überblick über die Wirtschaftlichkeit der Fahrer und kann anhand dieser Bewertung auch Schulungsbedarf erkennen und zuordnen. Es gibt auch einen eigenen Fahrervergleich anhand der CAN-Daten. Hier sind den Fahrern ihre jeweiligen Werte in gefahrener Distanz, Durchschnittsgeschwindigkeit und Durchschnittsverbrauch zugeordnet. Auch Informationen zum Einsatz des Tempomaten sind hier ersichtlich, sowie die durchschnittliche Gaspedalposition. Im Tagesfahrtenreport wird dem Unternehmer eine Leistungsübersicht für seine Fahrzeuge am aktuellen Tag angezeigt. Diese Reports sind über mehrere Monate verfügbar. Neben Daten zum Fahrzeug werden hier Informationen über Kilometerleistung sowie einzelne Starts und Stops wiedergegeben. So wie auch der Tagesfahrtenreport durch YellowFox Tacho Complete ermittelt wird, liest die Telematiklösung auch die Daten aus dem digitalen Tachografen per Remote Download aus. Diese Werte können jederzeit manuell aufgerufen, aber auch automatisiert archiviert werden. Diese Berichte sind vollkommen gesetzeskonform, gemäß der Fahrpersonalverordnung, dem Fahrerpersonalgesetz und dem Arbeitszeitgesetz. Sie werden über einen Zeitraum von mehreren Jahren gemäß den Vorschriften gespeichert. Mit der Zeiterfassung werden zudem auch die Anforderungen des Mindestlohngesetzes eingehalten. Wenn irgendwas nicht ganz funktioniert, wenn irgendwo offene Fragen sind, dann ist der Service und Support des Anbieters gefragt. Bei der Jakobs Transport GmbH und wie bei jedem anderen Anbieter ist die erste Herausforderung der Einbau. Das war hier relativ einfach. Ja, das können wir sagen. Wir haben geschultes Werkstattpersonal, die den Einbau vollziehen. Dauert circa eine Stunde und war für uns so kein Problem. Wenn man sich selbst das nicht zutraut oder das einfach nicht machen möchte oder nicht die Zeit hat, hat YellowFox aber auch zertifizierte Einbaupartner, die das dann für den Anwender übernehmen. Es dreht sich aber nicht nur um Einbau. Eine wichtige andere Frage ist Service und Support bei der Bedienung, wenn dort irgendwelche Fragen aufkommen, wenn irgendwas vielleicht nicht ganz funktioniert. Wie ist dort der Kontakt zu YellowFox, wenn Sie Fragen haben? Wie läuft das da ab? Mein erster Kontakt war immer der Herr Jacobi, der Gebietsleiter von YellowFox für unser Gebiet. Die meisten Fragen konnte er mir direkt beantworten. Wenn es ins Technische ging, habe ich in der Zentrale angerufen und dort wurde einem sofort eine Lösung präsentiert. Okay, jetzt hat YellowFox auch die Akademie, das ist ein Schulungsprogramm. Da werden Anwender genau auf das Tacho-Complete-System und alle anderen Lösungen forciert. Da werden ihnen alle Kniffe beigebracht, wird gezeigt, wie funktioniert das, wie holen sie das Maximum aus ihrem Unternehmen heraus. Der Tag ist so gut wie vorbei. Wir haben gezeigt, wie funktioniert YellowFox Tacho Complete im Fahrzeug. Wie funktioniert es im Büro? Wie wird das ausgewertet? Wie ist der Service und Support des Anbieters im Allgemeinen? Wie lief es mit dem Einbau? Eigentlich haben wir alles beleuchtet. Das Ganze jetzt zu einem Fazit zu komprimieren, das liegt bei Herrn Jacobs. Was würden Sie sagen, wenn Sie Ihre ganzen Erfahrungen mit YellowFox jetzt widerspiegeln möchten? Also von Anfang an waren wir zufrieden mit der Firma YellowFox. Das war mit Angebotserstellung war perfekt. Wir haben die Einbauhinweise bekommen. Wir sind so rundum zufrieden. Die ganze Arbeit mit YellowFox für unsere Disponenten ist einfach, leicht, sehr verständlich. Unsere Kunden sind sehr zufrieden. Wir haben die Möglichkeit, über YellowFox den Kunden ein Portal zur Verfügung zu stellen, mit dem sie auch einfach arbeiten können, ohne große Schulung. Und dadurch haben wir sicherlich auch einige Aufträge behalten oder auch mehr bekommen. Sie merken also, die Vorteile, die Telematik ermöglicht, sind wirklich nicht zu unterschätzen und geben einem auch den einen oder anderen Auftrag mehr. Ich hoffe, wir konnten Ihnen einen Eindruck vermitteln von YellowFox Tacho Complete in einer wirklichen Praxissituation hier direkt beim Anwender. Insofern möchte ich Ihnen jetzt erst einmal sehr herzlich für Ihre Zeit danken. Ganz besonders möchte ich aber auch Ihnen danken für Ihre Zeit. Ich hoffe, Sie konnten Telematik ein besseren Eindruck abgewinnen, wie funktioniert das von vorne bis hinten. Wenn Sie mehr zu Telematik wissen wollen, lesen Sie unsere Zeitung. Gehen Sie auf telematikmarkt.de, schauen Sie sich viele weitere Anwendertests an. Bis dahin danke ich für Ihre Aufmerksamkeit und wünsche auch Ihnen noch einen schönen Tag.